Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Moin, hier ist er, der Himmi. Ja, ich bin auf dem Weg nach Altorf zu meinem BMW-Händler meines Vertrauens, zur Firma Hagford. Und zwar habe ich für heute einen Probefahrttermin vereinbart mit der S1000R. Ja, wenn euch interessiert, was draus wird, meine Eindrücke im Vergleich hier zu der R1250R, bleibt dran. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Ja, ich muss da mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Also mein letztes Motorrad war ja die Yamaha MT-10. Und ja, die normale MT-10 ohne großartig Elektronik, sage ich jetzt mal schon. Die hatte ein bisschen was, aber irgendwie hat mir das alles nicht so gefallen. Und die Idee war eigentlich vor circa anderthalb Jahren, mir die S1000R mal nur mal anzugucken. Woraus dann die R1250R hier entstanden ist, per Zufall. Ja, ein gutes Angebot bekommen. Ich habe es auch nicht bereut. Aber ich hatte weder die R noch die S1000R Probe gefahren. Sollte man eigentlich nicht machen, aber wer weiß, wenn ich die S1000R gefahren wäre, ob es dann jetzt das Forum r1250r.de gäbe, weiß ich nicht. Weiß man alles nicht. Ist auch müßig, darüber nachzudenken. Auf jeden Fall werde ich heute die S1000R mal Probe fahren. Ich bin tierisch aufgeregt, freue mich wahnsinnig, ja, nochmal einen reinen Vierer zu fahren. Und ich bin wahnsinnig gespannt. So, fahren wir jetzt nach Altorf und ich melde mich dann gleich wieder. So, da steht sie, eine nagelneue S1000R. Das ist ja der Wahnsinn. Hat jetzt 23 Kilometer drauf. Jetzt bin ich erstmal gespannt, wie ich zurechtkomme mit der Sitzhöhe. Die wird ja höher sein als meine kleine. Boah. 10 Spitzen, ne? Passt. Wow. Ja, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen umgewöhnen. Also, die ist noch gedrosselt. Tempomat brauchen wir jetzt nicht. Sitzposition. Boah, ich sitze mehr oben drauf irgendwie. So der erste Eindruck auf jeden Fall. Bei der R sitze ich ein bisschen tiefer drin. Wahnsinn. Mal die Spiegel einstellen. So. Also irgendwie Motorengeräusch, 4 Zylinder zu dem Boxer. Also wenn ich jetzt hier bei 2000 Umdrehungen fahre, habe ich bei der R nur so brabbeln. Cool. Aber die, ja, Sitzposition nochmal. Ich sitze doch sportlicher, ein bisschen mehr nach vorne geneigt. Obwohl ich bei mir ja den Lenker von der RS drauf habe. Das hier war ganz anderes. Von der Sitzposition. Geil. Was mir gut gefällt, ist der Kniewinkel, sage ich schon mal. So, jetzt fahren wir erstmal hier aus dem Gemuckel raus und dann werde ich so ein bisschen Siegtal fahren. Wie gesagt, hier, ja, Bedienung ist ja eigentlich gewöhnt, bin ich ja gewohnt. Wir haben jetzt hier, das Ding hat 24 Kilometer drauf jetzt. Das ist der Hammer. Nagelneu, Wahnsinn. Die Reifen sind natürlich auch entsprechend noch nicht eingefahren, aber so wie ich das merke, bin ich hier eher untertourig unterwegs, mal noch.
Mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also hier passiert ja jetzt noch nicht viel, ne? Unten raus, bei der Beschleunigung auf jeden Fall. Ist ja der Wahnsinn. Aber hier, was jetzt schon anfängt, Spaß zu machen. Boah, Leute. Was ist das für ein Feeling hier? Boah. Könnte mir gefallen, ey. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler, heute hier die Probefahrt zu machen. Oh. Mal gespannt. Also die ist gedrosselt auf 9000 Umdrehungen jetzt, weil die natürlich neu ist. Werde ich die noch ein bisschen einfahren heute. Natürlich sehr anständig, klar. Und schaut euch mal das Wetter an. Das ist doch wie gemacht für so eine Probefahrt. 30 Grad. Wahnsinn. Ey, krass, Hammer. So, 7 Kilometer. Ja, ganz langsam natürlich gefahren. Aber wo ich ein Problem mit habe, hier, ich will bei 2500 Umdrehungen. Das liegt aber jetzt an dem reinen Vierzylinder. Das ist so ein wahnsinniger Unterschied zur, ja, ich will alles immer hochschalten schon. Oder noch. Also eigentlich bräuchte ich hier 10, 11, 12 Gänge. Das ist ja Wahnsinn. Passieren, wenn man hier jetzt zieht in der Drehzahl, tut nicht viel. Da kommt bei der R natürlich mehr. Aber insgesamt, boah, ist die viel leichtfüßiger. Die R gefühlt wie, ja, deutsche Panzer rollen noch. Wahnsinn. So, ich muss natürlich ein bisschen aufpassen. Hier, die Reifen sind auch noch neu. So, Temperatur haben wir ja jetzt eigentlich, ne? Könnte es ja mal ein bisschen ziehen. Wahnsinn, boah, das Ding macht aber Spaß, ey. Lecko mio. Wie ein Mofa, ey. Die lässt sich fahren wie ein Mofa. 60. Hm. Boah, ey, Hammer, das Teil, Hammer. Aber wie gesagt, Drehmoment bei der R unten raus, 2.000, 3.000, 4.000 Umdrehungen, ist gar kein Vergleich. Da meine ich, ich würde hier stehen bleiben, wenn ich da dran ziehe. Und da passiert erst ganz lange Zeit noch gar nichts. Aber, ja, so ein bisschen darf ich sie ja drehen gleich. Mal bis 9. Da wollte ich gerade schon wieder in den 7. schalten, ey, Wahnsinn. Müssen wir mal zurückschalten. Jetzt passiert ein bisschen was bei 6. Wahnsinn. Boah, das Ding könnte mir aber Spaß machen. Boah, leck mich. Boah, das fängt an Spaß zu machen. Nein, ich drehe gleich um, bringe sie wieder weg. Und vor allen Dingen muss ich sagen, Helmgeräusch so gut wie gar nichts ohne Windschild. Ich glaube, da muss ich bei meiner R auch wieder wegmachen. Das ist ja wahnsinnig leise jetzt hier, der Helm. Hammer. So, ich glaube, hier fahren wir mal ran. Boah, ey. Wahnsinn. Ja, ist ja gut. So, beim Anhalten, da muss ich mich natürlich noch ganz arg umgewöhnen, dass die doch eine ganze Ecke höher ist. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie viel Zentimeter Sitzhöhe die hat. Wahnsinn. Ich glaube, der Ralf Vedavari hat noch eine S1000R da stehen. Weiß nicht, könnten wir da 1:1 tauschen, so wie das aussieht. Einer aus dem letzten Jahr.
mit knapp 1000 Kilometer drauf. Boah, ey, das hier ist, ich weiß nicht. Boah, lecko mio. Lecko mio. Wie ein Fahrrad. Ey. Ja, da wollte ich schon wieder in den siebten. Aber die Gewöhnungsphase läuft. Vor allen Dingen drehte ich alles an dem Schalthebel hier vorbei, weil ich ja die Schalthebelvergrößerung dran habe bei mir. Ja, passend zu dem, ja, dicken Boxer. Wahnsinn. Aha, da fängt der Spaß an. Bei 6.000, 7.000 Umdrehungen, da geht es ein bisschen los. Boah. Liebe Leute, was habe ich jetzt hier gemacht? Also ich muss sagen, das ist ein echt geiles Motorrad, das hier. Wahnsinn! An der Stelle mal noch schnell herzlichen Dank an die Firma Hackford für die Möglichkeit der Probefahrt, weil jetzt stelle ich mir natürlich vor, die M1000R steht auch eine, blende ich euch Bild ein. Boah! Hier, die hat 165 PS bei 200 Kilo. 201 oder irgendwas, nagelt mich nicht fest auf ein Kilo. Hoch oder runter. Und die M1000R, das wäre, glaube ich, doch ein Träumchen für mich auch. Gepäcklösung für Ausfahrten, längere Touren. Wird sich sicherlich dann auch irgendwas finden. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich mir dann vorstelle, 210 PS oder 209 PS in einem Naked Bike. Boah, und wenn der Zauber oben losgeht bei 8.000, 9.000 Umdrehungen. Boah, Quickshifter probiere ich mal gerade durch hier. Wahnsinn. Ja, ist natürlich klar, im Vergleich zu dem Boxer ist auch der Quickshifter entsprechend weicher, viel sauberer. Logisch. Dann schalten wir mal den Mode um von Road auf Dynamic. Ja, da die ja noch in der Einfahrphase ist, kommt man leider in den Rennmodus nicht rein. Da gäbe es dann die Möglichkeit, auch die Wheelie Control abzuschalten oder entsprechend einzustellen. Alles Mögliche. Boah, ey. Hier, Quickshifter. Noch ein. Wahnsinn, ganz soft bis in den dritten runter, jetzt umgekehrt hoch. Einfach nur Gas ziehen und hochschalten. Wahnsinn! Boah! Mama! Gott hab sie selig, aber das hier ist der Hammer! Ha! Ich schalte mal um aufs Sportdisplay. Also Schräglage, schätze ich mal, hatte ich vielleicht 30 Grad jetzt irgendwo. Na, 34, 33. Wow, Himi. Ja, bei 6 kommt ein Schub. 6000 Umdrehungen. Da will sie dann ein bisschen vorwärts. Deutlich spürbar. Und ich schätze, bei 9000 geht der Zauber richtig los. Krass, Wahnsinn. Guckt euch das Display an.
Naja gut, Sportdisplay habe ich ja an der R auch. Nutze ich nur selten, weil die Ablenkung zu groß ist. Aber hier die ganze Geometrie, boah, ich weiß nicht. Gut, der Sitz, der ist natürlich auch entsprechend sportlicher, straffer, härter. Ja, 6 Stunden am Stück möchte ich da nicht drauf sitzen, was bei der R überhaupt gar kein Problem ist fürs Gesäß. Aber ich sitze irgendwie komplett anders. Besser? Weiß ich noch nicht. Mir fehlen irgendwo die Worte, ey. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht vor 1,5 Jahren. Kann das sein? Kann das sein? Aber wie gesagt, wer weiß, wie dann so die ganze Entwicklung gewesen wäre. Dann gäbe es das Forum nicht, r1250r.de. Ich hätte ganz viele liebe Menschen nicht kennengelernt. Vielleicht war dann die Reihenfolge wichtig und richtig. Weil die Leute kenne ich auch nachher, auch wenn ich Motorrad wechseln würde. Wahnsinn. Ey, wie stabil die bleibt in der Kurve, wenn man in die Bremse geht, Wahnsinn. Aber hier kommt jetzt Buckelpiste, das heißt, ich werde mal schnell umstellen auf Road wieder. Mal gucken, ob das auch so ein Unterschied ist, so ein riesiger Unterschied wie bei der R. Da meinst du, du wärst dann auf einer Schiffsschaukel unterwegs. Ja, ein bisschen angenehmer, würde ich sagen, ist es jetzt, ist es jetzt hier. Aber ja, immer noch deutlich straffer als bei der R im Road-Modus. Boah, Quickshifter. Super soft. Super soft lässt er sich durchschalten. Egal in welche Richtung. Das macht richtig Spaß, ey. Und die Sitzposition, also, boah. Ich würde ja fast sagen, die passt mir wie maßgeschneidert, wenn es sowas gibt. Oder ob das meiner Herkunft Supersportler geschuldet ist hier. Oh. Und hier jetzt 209 PS. Ja, mehr braucht man nicht. Mehr? Brauchst du dich im Leben. Hammer. Yo. Sowas Agiles, Sportliches, Wahnsinn. Auf dem Naked. Wow. Ich bin schlicht und ergreifend begeistert. Wahnsinn. Also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Das Ding macht echt Spaß. Das ist der Hammer. Und das ist ja jetzt noch nicht wirklich mit Spaßfaktor, ne? War ja wieder hoch in der Drehzahl. Aber ich glaube hier mit der Endurance-Kette, die ja quasi wartungsarm ist, insgesamt alles so leichtgängig. Ich wiederhole mich. Ich glaube, das war ein Fehler hier heute. Shit. Was mache ich denn jetzt? Uff.
Jo, im vierten Gang anfangen. Geht mit der Dicken, aber hiermit nicht. Da fängt die schon an zu mucken hier. Krass, also ich glaube, ich lasse das so stehen und roll jetzt zurück. Ich muss ja noch tanken. Oh. Ah, was machen? Ach komm, nee, wir fahren runter. Wird ja eine Tankstelle geben da unten. In Eitorf, dann fahren wir da tanken, dann ist er auch voll. So machen wir das. Aber ich könnte mich dran gewöhnen hier. Boah. Nur an die, na, was heißt höhere Drehzahl, an das andere Geräusch im Vergleich zu dem Boxer. Da müsste ich mich dran gewöhnen. Weil, guck mal, wie schön tief durch ich die fahre und mein trotzdem noch hochschalten zu müssen. Macht der Gewohnheit. Und ich bin ja so eine Drehsemmel gewöhnt von der MT10 und vorher der R1. Aber die hier lässt sich auch schön fahren in dem Drehzahlbereich, also schön gemütlich, meine ich damit. Man kann auch mal rollen lassen, aber die verleitet schon. Also die Sitzposition, die ist wie, boah, ey, wie, ich fühle mich hier pudelwohl im ersten Moment drauf. Einzige Problem, was gar keins ist, weil die auch viel leichter ist, ist die hohe Sitzhöhe im Vergleich zu der 790er Sitzbank, die ich hier jetzt auf der R drauf habe. Muss ich nachher mal gucken, wie hoch die hier ist. Es geht, ich komme zurecht, aber vom Handling, wenn es da mal so ein bisschen uneben ist, weiß ich nicht, unsicher, nee, ich fühle mich überhaupt nicht unsicher hier drauf. Wahnsinn. Ja, da war gerade der Punkt, tatsächlich, weiß gar nicht, vierte Gang, glaube ich, bei 6000 Touren hatte ich so kurz den Eindruck, als wenn ich Schlupf gehabt hätte hinten. Also da fängt der Spaß dann an. Da kommen auch die PS, die dann natürlich das Drehmoment von der Dicken wieder wegbügeln würden. Boah. Hilfe, Hilfe. Himi, was hast du hier gemacht? Oje, oje, oje. Kopfkino, mein Kopfkino, da müsstet ihr jetzt mal reingucken, was sich da so gerade alles abspielt. Aber am liebsten wäre natürlich hier, ne, so ein Ding noch bei die Kleine gestellt in die Garage. Platz hätte ich. Nur kein Taschengeld dafür gerade. Wahnsinn. Ja. Sehr angenehm, also ich weiß auch nicht, ein bisschen Luftdruck auf der Brust. Helm ist dafür im Vergleich absolut ruhig. Wahnsinn. Ja, ich mache nachher mal eine schöne Aufgabe für euch. Wie oft habe ich jetzt in dem Video Wahnsinn gesagt? Unter den richtigen Antworten verlohnt sich dann irgendwas. Tüte Gummibärchen oder so. Da wäre doch mal eine Idee. Wahnsinn! Leck mich in den Tech. Leck mich in den Tech. Hammer. Hammer. Die Schwarze mal noch voll getankt. Bevor ich die jetzt hier vorne gleich zurückbringe. Also. Himi, Himi. Was hast du gemacht? Wahnsinn.
ist das ein geiles Teil. Also echt, ich glaube, allein die Tatsache mit den 40 Kilo weniger, die sich wahnsinnig bemerkbar machen, vom Handling und von allem, Rangieren und so weiter, ist die schon angenehmer. Aber auch das Fahrverhalten viel sportlicher, agiler. Und ich habe jetzt hier den Rücken quasi durch, also nicht durchgedrückt, aber sehr gerade. Ich sitze da drauf, ich ein bisschen weiter nach vorne rutsche, noch ein bisschen sportlicher. Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. So, da sind wir wieder. Und meine Kleine ist auch noch da. Welcome back, Sir. Ja, da bin ich wieder auf meiner Kleinen hier. Leco mio, war das geil. Also. Was mache ich? Was mache ich da jetzt? Jetzt kann ich hiermit nicht mehr fahren. So, jetzt muss ich die tauschen. Nein, Quark. Ich denke mal, dieses Jahr nicht. Aber für nächstes Jahr, Leco mio. Und ja, 165 PS. Ich denke, die würden auch reichen. Da muss nicht unbedingt die M1000R sein. Jetzt im Vergleich hier, ja, alles gummiweich und ja. Irgendwie bin ich noch total geflecht. Das hat so einen Spaß gemacht. Auch die andere Sitzposition. Ich saß da mehr oben drauf. Viel sportlicher alles. Und hier, als wenn ich jetzt auf dem Sofa säß. Absoluter Hammer. Vor mir ist das Ordnungsamt, aber da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Natürlich hier ein Drehmoment, das ist wieder was ganz anderes. Da hätte ich jetzt bei der S1000R ein paar Mal zurückschalten müssen, um den gleichen Effekt zu haben. Und dann wird die natürlich auch unruhig. Das ist hier nicht der Fall. Mein Fazit, ich lasse mal ein Fazit stehen. So, jetzt ganz frisch, nachdem ich die vor ein paar Minuten abgegeben habe. Also, das Ding macht wahnsinnig Spaß. Aber warum habe ich mir die R gekauft? Die R ist sportlich, die kann man sportlich bewegen. Die ist tourentauglich. Ja, also für längere Strecken natürlich auch. Sehr gut fahrbar, sehr gemütlich und gediegen. Und vor allen Dingen Gepäcklösung. Ja, mit den Koffern dran machen, rapzap, kann es auf Tour gehen. Noch Innentaschen da rein, dass die Koffer dranbleiben können, dass man die nicht immer mit rumschleppen muss. Da ist das perfekte Motorrad hier. Wenn ich die Möglichkeit hätte, ein Zweitmotorrad, dann wäre es die M1000R, weil dann würde ich sagen, wenn, dann richtig. Wobei, ich habe eben gemerkt, so bei 6000 Umdrehungen, beim Beschleunigen, vierter Gang, Geschwindigkeit weiß ich nicht mehr, wenn man da schon Schlupf merkt am Hinterrad, obwohl die noch gedrosselt ist, und wenn man sich dann vorstellt, eine offene M1000R mit 209 PS, ja, Gott sei Dank gibt es dann elektronische Helferlein, die dann wahrscheinlich unwahrscheinlich viel zu tun haben, einzugreifen und alles wieder runter zu regeln, was ja eigentlich absoluter Quatsch ist, aber man kann ja nach und nach, wenn man sich dran gewöhnt hat, auch die Helferlein so ein bisschen deaktivieren, so Richtung Rennstrecken, Tauglichkeit, alles feintunen. Und also was wird das Ding Spaß machen, wenn die Reifen warm sind und Grip haben? Ich glaube, die geht in jedem Gang, macht die Wheelie, wie man lustig ist. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber nochmal, ich bin froh, dass ich die R habe. Vielerlei Gründe sprechen dafür. Die
eben gesagt. Und was noch dazu kommt, wenn ich die R nicht geholt hätte, hätte ich das Forum nicht gegründet, hätte ich ganz viele Leute nicht kennengelernt. Und ja, vielleicht wäre mein YouTube-Kanal, das weiß man nicht, das ist alles müßig drüber nachzudenken. Vielleicht wäre der mit einer S1000R ebenso aufwärts gegangen wie mit der R1250R hier. Aber ich würde mal sagen, ich habe alles richtig gemacht bis jetzt. Was in Zukunft kommt, dann bleibt man noch abzuwarten. Also ich, bei mir rotiert alles im Kopf, wahnsinnig. Und so lasse ich das jetzt mal stehen. Jetzt fahre ich nach Hause, ich habe nämlich Hunger, noch nichts gegessen heute. Und ich sag mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Über jeden Abonnenten freue ich mich, ob er schon da ist oder neu dazukommt. Und hinterlasst mir auch unten einen Kommentar zum Video. Würde ich mich auch tierisch drüber freuen. Hilft auch alles mir und meinem Kanal. Bis dahin, tschüss, bye bye. Euer Himi.